einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von einfach elektrisch. Ja, ihr habt es gesehen, heute wird es performante, heute geht es um den neuen Mustang Mach E GT. Damit will Ford ja auch insbesondere die sehr sportlichen und dynamische Zielgruppe ansprechen, die mit so einem Mustang Mach E auch Mal auf die Rennstrecke möchte, respektive halt auch markante äußere Details plus eine entsprechende Performance äh, im Fahrzeug erwartet. Und da hat Mustang, wie ich finde, und das habt ihr ja schon in dem Trailer in der Einleitung gesehen, schon so ein paar Akzente nochmal zu den Serienfahrzeugen ergänzt, so dass der Ford Mustang Mach EGT auch so eine eigenständige GT-Linie nach außen dokumentiert. Ihr habt sie mit Sicherheit schon gesehen, meine beiden ausführlichen Reviews zum Ford Mustang Mach-E in der normalen Version. Ihn gibt es ja mit Heckantrieb mit kleiner und mit großer Batterie sowie in der Allradvariante. variante Ich verlinke euch hier auch mal nach und nach die beiden Videos, wo ich ihn einmal von außen, von innen gezeigt habe und natürlich auch in einem ausführlichen Fahrbericht vorgestellt habe. Darauf aufbauend beginnt jetzt der Ford Mustang Mach EGT ab 72.900 Euro. Soll voll förderfähig sein, das äh, gibt zumindest Ford bekannt und hat dann die bekannten Details, die ich euch jetzt im Detail vorstelle. Bevor ich das aber tue, schaut ihr bitte mal nach, ob ihr schon Teil der einfach elektrisch Community seid, damit ihr diese und andere Videos auch zukünftig nicht mehr verpasst. Und jetzt starten wir wie immer mal von außen mit dem neuen Ford Mustang Mach E GT. Und von außen schauen wir immer mal in die Augen. Der Fahrzeug und hier schaut ihr in die Augen des neuen Mach E GT. Und äh, die Scheinwerfer haben sich im Prinzip nicht verändert. Verändert haben sich das Bugteil, die Frontschürze mit seinen extrem großen Lufteinlässen. Ihr seht auch die etwas breiter aus. Äh, ähm gestellten Radhäuser mit ihren lackierten Seiten und ihr seht es, dass alles immer so schwarz glänzend dann nochmal konterkariert äh, zu den Außenfarben, hier wird es auch zwei Sonderfarben geben, einmal Cyber Orange, was ihr hier auf dem Bild auch seht und zusätzlich noch ein Blauton, ein Hellblau, Mittelblau, das nennt sich Atoll Blau Metallic. Besonderheit bei den GT-Modellen ist der eigenständig gestaltete Polycarbonatgrill grill in Dark Matter Grau, also er soll hier im Prinzip so einen speziellen 3D-Effekt erzeugen und einen wirkungsvollen Kontrapunkt in dieser Designlinie des GTs setzen. Ähm, was natürlich so ein Sportwagen auch braucht, ist natürlich eine entsprechende Performance und die hat Ford geschaffen mit 358 Kilowatt, 487 PS Leistung und einem Drehmoment von 860 Newtonmetern. Was natürlich dafür sorgen soll, dass katapultartig dieser Mach EGT in 3,7 Sekunden von 0 auf 100 starten soll. Lasst uns hier nochmal so ein bisschen in die Details gucken. Hier seht ihr nochmal diesen Dark Matter Grau Grill in Verbindung mit dem neu gestalteten Bugteil der Frontschürze mit den großen Lufteinlässen. Und ihr seht auch den Übergang dann zu den sehr, sehr. Performanten Felgen. Hier hat Ford sich serienmäßig 20 Zoll Felgen glanzgedreht mit ähm, schwarz äh, glänzend inliegenden Flanken ähm, überlegt, die auf einer speziellen Pirelli Reifenmischung ähm, konstruiert wurden. Das heißt, Pirelli und äh, Ford haben hier ihre Zusammenarbeit intensiviert. Zu 45 R20 ist dann die Dimension und hier ist es ein spezielles Reifenprofil, was dann halt auch dieses höhere Leistungs- und Drehmomentniveau in Verbindung mit dem Allradantrieb super sportlich auf die Straßen bringen soll. Und ähm, das ist ja auch das, was wir uns von einem wie Ford ihn selber nennt Super Sportwagen dann erwarten. Hinzu kommen natürlich noch eine Brembo -Brem Bremsanlage, die dann halt auch nach der Beschleunigung wieder für die entsprechende Verzögerung äh, in Verbindung mit Rekuperation auch zum Stillstand sorgen soll. Und natürlich hat der Ford Mustang Mach E neben den normalen ähm Fahrmodi zahm und aktiv zusätzlich noch ungezähmt extended bekommen. Das heißt, ungezähmt extended soll dann dafür sorgen, wenn ihr im Prinzip die volle Performance abruft, dass er dann natürlich auch äh, richtig äh, sportiv zu bewegen ist bis hin zur Rennstrecke. Ich muss sagen, auch bei dem Basismodell, was ich ja reviewt habe, kommt immer mal gerne schön das Heck und der Mustang zeigt im Prinzip so seine Sporen. Unterstützt wird das Ganze von einem Magnet-Ride-Fahrwerk. Das heißt, dieses Magnet-Ride-Fahrwerk sorgt dafür, dass es eine adaptive Funktionsweise hat. Das heißt, es kann in auf jede Situation der Stoßdämpfer entsprechend reagieren. Hier sind metallpartikelreiche Hydraulikflüssigkeiten zum Einsatz gekommen, deren Viskosität sich über Magnetfelder nahezu in Echtzeit den veränderten Bedingungen oder auch dem gewählten Fahrmodus anpassen. Das heißt, ihr könnt hier im Prinzip von komfortabel bis dynamisch ähm, auch mit dem äh, Magne-Ride-Fahrwerk. Ähm, sehr, sehr gut ähm, dann auf die Situationen reagieren. Natürlich ähm, geht auch hier, ähm, das war die Felgen, dann der Übergang sehr, sehr schön in der Linie. Das heißt, wir haben auch hier ähm, das schwarz lackierte Dach in der Kontrastfarbe. Ihr seht es hier gerade bei dem Cyber Orange. Ähm, Sieht das Auge zuerst eigentlich diese Coupé-schräg äh, abfallende Hecklinie und dann erst im zweiten Moment erkennt man eigentlich ähm, das äh, kontrastfarbige schwarze Dach, was dann im Prinzip äh, auch so ein bisschen dieses Volumen dieses Fahrzeugs reduzieren soll und noch mehr Dynamik in der optischen Linie euch präsentieren soll. Und ähm, ja, gerade auch wenn ihr ihn dann durch die Kurven bewegt, das soll ja auch eine. Teildisziplin sein, dass er halt sehr, sehr performant halt sogar bis zur Rennstrecke bewegt werden kann. Da müssen wir natürlich dann mal in Natur schauen, ob das, was Ford uns hier in Pressemitteilungen ähm, ähm, dann ähm, kommuniziert, auch in der Tat äh, wirklich umzusetzen ist. Da bin ich ja immer bei äh, Cross-Utility-Vehikeln äh, und SUVs so ein bisschen vorsichtig. Der einzige, den man wirklich auch auf Rennstrecken ähm, oder den ich äh, fahren durfte, dann um die Kurven wirbeln konnte. Ähm, war dann im prinzip ähm, der porsche cayenne in seiner turbo s variante respektive jetzt wird es auch da ja noch mal ähm, zukünftig eine gt-linie geben die auch dann den cayenne sogar an rennstrecken ähm, anpassen soll zurück zum mustang ihr seht es hier äh, eine sehr sehr schöne bullige form ähm, die noch mal durch die ähm, radhäuser verdeutlicht wird. Ich finde diese Kontrastfarben schwarz plus dann die Wagenfarbe hier, Cyber Orange, ja immer richtig schön. Das passt auch zu weiß. Und selbst wenn man ihn auch in Schwarz nimmt, dann hat man halt wirklich ein schönes, schwarzes, dunkles Auto. Natürlich haben wir hier kein Chrom und ähm, auch die Spiegelkappen sind hier schwarz glänzend. Ja, schaut ihm auf äh, das Hinterteil. Da sehen wir im Prinzip diesen leicht angedeuteten Heckdiffuser. Hier hätte ich mir gewünscht, dass vor dem Mustang Mach EGT noch so ein bisschen Bisschen mehr äh, Brutalität, so ein bisschen mehr breite Dynamik ähm, verschafft. Das ist alles hier relativ dezent. Man hat auch auch zum Beispiel auf so eine Heckspoilerlippe oder ähnliches äh, verzichtet. Das finde ich sehr, sehr schade, weil das ist ja gerade das Besondere dann halt bei GT-Serien, dass hier nochmal die Performance stärker in den Mittelpunkt rückt. Ja, kommen wir nochmal zu den Details. Auch der mach EGT GT wird 402 Liter Kofferraumvolumen haben, dass wenn man die Rückbänke umklappt, auf bis zu 1420 Liter erweitert werden kann. Und er wird auch äh, mit einer Anhängerkupplung zur Verfügung stehen, die dann, gebremst bis zu 750 Kilogramm Zugfähigkeit hat. Hier bin ich ein bisschen enttäuscht. Ich hatte ja gedacht, dass gerade mit Allrad in Verbindung auch mit der GT-Motorisierung dann auch eine höhere Anhängelast möglich wäre. Finde ich halt ein bisschen schade, weil gerade die sportlichen Freunde in den Autos ja auch gerne sportliche Hobbys haben. Und da ist ja manchmal auch eine entsprechende Zugkraft gewünscht und äh, angesagt. Ja, darüber hinaus ähm, gehen wir noch mal auf das äh, Akku-Pack ein. Wir haben hier den Extended Range Akku verbaut mit 88 Kilowattstunden Netto, 98,7 Kilowattstunden Brutto. Im Mach e GT wird er auch nur 150 kW laden können im Peak. Das ist zwar erstmal viel, 150 kW Peak und bedarf keiner Kritik. Aber die Ladekurve ist halt relativ flach. Das habe ich ja auch im Fahrbericht meines muss sagen Mach e seinerzeit schon berichtet und kritisiert, weil er nämlich von 10 auf 80 Prozent 45 Minuten benötigt. Nur mal zum Vergleich die neue Mercedes EQS kann wesentlich mehr Kilowattstunden in, ich glaube, gut 30 Minuten von 10 auf 80 Prozent laden und nehmt nur mal den Organic 5 oder auch den Kia EV6, den es ja auch später mal in der GT-Variante geben wird in 2022, 2023 dann, die können in 18 Minuten sogar von 10 auf 80 Prozent laden und da muss ich euch sagen, da muss Ford einfach bei allen Mach-E-Modellen in meinen Augen nachbessern, 10 auf 80%, 80% Prozent sollte mindestens der Standard 30 Minuten sein und nicht 45%. Und natürlich ist auch eine 800-Volt-Technik wäre natürlich sensationell, wenn hier Ford auch ähm, da das GT-Modell etwas aufgepimpt hätte und man hier extrem gute ähm, Ladewerte bekommen hätte. So muss man halt viel Zeit ähm, leider dann halt auch ähm, an Ladestationen auf der Langstrecke verbringen. Ähm, das Auto ähm, verspricht nach WLTP-Reichweite 500 Kilometer. Wir wissen, in Real ist das nicht immer zu erreichen. Das ist auch abhängig von den Witterungsbedingungen von der Jahreszeit, so dass hier eher 400 Kilometer in meinen Augen realistisch sein können und auch das ist bei entsprechend sportlicher Fahrweise schon ambitioniert. Das heißt ähm, auch hier ähm, rechnet Ford äh, mit äh, 20 Kilowattstunden pro 100 Kilometer Verbrauch. Ähm, ich glaube eher, dass äh, so ein Ford Mustang Mach EGT mit 25 Kilowattstunden zu bewegen sein wird. Aber das wird sich ja dann die Praxis zeigen, wie man dieses Auto in Real bewegen kann. Ja, last but not least werfen wir natürlich nochmal so einen Blick in den Innenraum. Auch hier hat. Vor dem Mustang E EGT so ein bisschen mehr Performance gegeben. Ihr seht es an dieser Carbonleiste, ihr seht es an den Alcantara-Flächen mit den entsprechend abgesetzten Nähten und ihr seht es natürlich auch am Rücksitz der Vordersitze, die natürlich entsprechend sportlicher ausgestaltet wurden mit entsprechender Schulterauflage und äh, besserem Seitenhalt, sodass man hier dann im Prinzip auch noch sportlicher im Innenraum ähm, sich bewegen kann. Ja, zentrales Instrument ist der 15,5 Zoll Touch Monitor im Zentrum in Verbindung auch mit einem Bang- und Olofsen Soundsystem mit äh, bis zu 560 Watt und wir haben natürlich sämtliche Assistenzsysteme auch im Ford Mustang Mach EGT verbaut. Baut, die natürlich das teilautonome Fahren und den Fahrer entsprechend unterstützen sollen. Das wirkt ja, das habe ich auch in meinen Reviews gezeigt, ja, sehr, sehr hochwertig, sehr, sehr gut. Mir hat der Innenraum sehr gut gefallen. Auch das Fahrerdisplay gibt die wesentlichen Werte in der ordentlichen Größe entsprechend da. Ich glaube, das Einzige, was meines Erachtens seinerzeit noch gefehlt hatte, war ein Head-Up-Display. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob das inzwischen ähm, verfügbar ist oder ob ich mich da ähm, irre. Ähm, ich meine nämlich, dass der Ford Mustang Mach E, ähm, glaube ich, kein optionales Head-Up-Display momentan anbietet. Ist ja aber auch nicht letztendlich kriegsentscheidend. Materialien sind auch beim GT entsprechend hochwertig mit SoftTouch, Leder und und und. Also auch hier hat sich natürlich ähm, Ford sehr, sehr viel Mühe gegeben, auch mit dem eingeprägten GT. Logo in der Mittelarmlehne hier ähm, ein besonderes Modell auch besonders im Innenraum ähm, hervorzuheben. Optional gibt es natürlich auch im GT ähm, dieses Premium Glasdach äh, was mir ja auch in der Basisvariante schon sehr sehr gut äh, gefallen hat, weil es einfach schön viel Licht auch in den Raum, Innenraum des Ford Mustang Mach-E GT wirft. Da müsst ihr ja halt drüber nachdenken, ob ihr sowas mögt. Ich bin ja eigentlich ein Freund davon. Ja, und da kommen wir auch schon zum Fazit des Ford Mustang Mach-E GT. Ich bin ja erstmal begeistert von den Performance Werten. Das heißt 358 kW, 487 PS und insbesondere 860 Newtonmeter Drehmoment dann im ungezähmt äh, äh, Extended Modus versprechen doch mit einer guten Pirelli Reifenmischung dann auch entsprechend tolle Fahrwerte und Spaß ähm, auf der Strecke. Ja. Einzige Kritikpunkte, die ich eigentlich habe jetzt in der Erweiterung zu dem Basisfahrzeug, sind im Prinzip die nicht gesteigerte Anhängelast. Das finde ich halt schade für die, die gerne auch mal einen Hängerzug ziehen, dass hier Ford nicht so ein bisschen durch die höhere Performance in den Einradantrieb nachgebessert hat. Und was ich halt auch schade finde, dass Ford nicht scheinbar die Ladekurven optimieren konnte, um schnelleres Laden auch im Ford Mustang Mach-E zu ermöglichen. Wie gesagt, 10 auf 80. Prozent in 45 Minuten. Ich sag mal, ich habe es beim ID4 ähm, kritisiert, ähm, beim Skoda Enyaq beim ähm, Q4 Etron-Video, was demnächst erscheint. Die VW-Konzernbrüder liegen ja auch alle so bei Mitte 30 Minuten. Ihr wisst es ja inzwischen, wenn ich dann Ionic 5 ähm, sehe, Kia EV6, der kommen wird, ich sehe die Taikan und E-Tron GT-Varianten und selbst der normale Etron, der die 150 kW dann wenigstens von 0 bis 84% Prozent komplett durchpustet, fast mit 45, 46, 47 kW im Peak. Das erwarte ich halt von Ford dann eben auch. Klar, großer Akku braucht auch eine entsprechende Zeit, um dann wieder. Den Strom in den Akku zu bekommen, keine Frage, aber sorry, 10 auf 80 Prozent, 45 Minuten, das ist eher Vergangenheit als Zukunft. Ja, liebe Ford-Freunde, sorgt doch mal dafür, dass es hier vielleicht mal über ein Software-Update over the air. Ähm, entsprechende Steigerungen gibt ähm, ich wünsche es dem Ford Mustang mach e und auch der GT Variante in Zukunft sehr ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen hoffe dass das Video euch gefallen hat wenn ja würde ich mich freuen über einen Daumen hoch ähm, falls ihr noch nicht Teil der einfache elektrisch Community seid würde ich mich freuen wenn ihr jetzt dazu kommt damit ihr das nächste Video mit dem Ionic 5 Fahrbericht und der mit dem Allego ladecheck ähm, wird spannend ähm, dann auch in den nächsten Tagen nicht verpasst und äh, wir uns alsbald wiedersehen. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bleibt gesund, euer Olli.